Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es keine Zufälle gibt? Dass wir für unser Glück, aber auch unser Unglück selbst verantwortlich sind? Dafür gibt es sogar einen Plan, den sogenannten Seelenplan. Mehr dazu jetzt bei mir in Welt im Wandel TV. Ja, und Gerhard Fester ist jetzt bei mir zu Gast, bei mir in meiner Praxis heute, Welt im Wandel. Wir berichten heute aus meiner Praxis. Gerhard, schön, dass du da bist. Wir haben uns vor 2 Jahren schon kennengelernt, bei unserem ersten Gespräch damals. Inzwischen bist du ja am Bodensee niedergelassen. Hat sich einiges bewegt in deinem Leben. Du hattest uns in einem Beitrag schon erzählt davon, den wir schon auf Welt im Wandel haben, von damals noch. Hat unheimlich viel Wellen geschlagen, das Gespräch. Und ich möchte gerne noch mal heute so ein bisschen daran anknüpfen. Wenn wir sagen, Glück und Unglück, das ist nichts, was von außen kommt, sondern das ist letztlich von uns selbst gemacht. Ist das wirklich zutreffend? Man kann es nicht direkt unterscheiden. Man kann es auch nicht voneinander trennen. Es kommt ja auch von außen auf uns zu, über die Resonanz. Aber wir ziehen es durch die eigene Energie, die wir ausstrahlen, an. Mhm. Das heißt also, wir sind Mitspieler in einem Spiel. Und wenn wir vom Seelenplan sprechen, sprechen wir im Grunde genommen von einer Orientierung. Das ist, als wenn man ein Kind auf einen Spielplatz schickt und es hat die Möglichkeiten, dort auf verschiedenen Spielgeräten rumzuklettern. Es hat die Wahl, auf welches Gerät geht es. Aber es kann den Spielplatz nicht tauschen. Ja? Es ist also eingefriedet. Und es ist eine Orientierungshilfe bis zu dem Moment, wo der Mensch bewusst wird und aus Eigenverantwortung heraus sein Leben selber steuert. Das Bewusstsein ist also nötig, um zu erkennen, dass das alles durch mich selbst auch gesteuert werden kann. Ja. Ich hatte vorhin so in dem Eingangsstatement so ein bisschen formuliert, etwas provokativ, wir sind selber dafür verantwortlich. Es gibt sogar einen Plan, den sogenannten Seelenplan. Das heißt, wir kommen auf diese Erde, in diese Welt mit einem festen Konzept? Oder was bedeutet das? Lass uns mal die Vorstellung zulassen, dass wir alle Hollywood-Schauspieler sind. Und wir suchen uns ein Drehbuch, wir suchen uns eine Rolle raus, die lernen wir. Und dann haben wir im Grunde genommen mit Leute am Set. So, dann gehen wir ins Leben, wir gehen in den Set, nicht um das Leben zu verstehen, weil die Rolle haben wir schon in uns, in Form des Seelenplanes. Sondern wir wollen diese Rolle erleben, wir wollen sie erfüllen. Und hier vielleicht mal die Anmerkung, jeder, der hier auf dieser Welt ist, ist freiwillig hier. Niemand ist durch Zwang hierher gekommen. Und durch die Freiwilligkeit erfüllt er im Grunde genommen auch ein Versprechen, was wir alle gegeben haben, als wir bereit waren, Mensch zu werden, dass wir durch alle Erfahrungen des Menschseins gehen. Und hier beginnt im Grunde genommen die Auseinandersetzung, weil der Mensch ist von sich aus bestrebt, keine Fehler zu machen. Und auch, kein Leid zu erfahren. Ja, ne? Niemand zu verletzen. Ist aber nicht Sinn der Sache. Das heißt, all das Leid und das Unglück, was wir teilweise in unser Leben ziehen, ne, nach diesem Gesetz der Resonanz, hat einen bestimmten Sinn. Genauso ist es. Wenn man jetzt einen Menschen sieht und man würde in den Plan reinschauen, dann sieht man die Erfahrungsfelder, die er dieses Leben in diesem Jahr leben wird, wo er gar nicht dran vorbeikommt. Jetzt sagst du, wenn man in diesen Plan reinschaut. Du selbst hast ganz außergewöhnliche Fähigkeiten bei dir entdeckt oder entwickelt, auf alle Fälle erkannt, die du heute auch einsetzt. Du kannst bei Menschen in diesen Seelenplan schauen, stimmt das? Wie machst du das? Ich helfe mir über die Vornamen, über das Geburtsdatum. Und in dem Moment öffnet sich mir ein Raum und ich erkenne als erstes mal, wo der Mensch im Bewusstsein steht. Und dann muss man sich das vorstellen wie eine DVD, wenn ich die rumdrehe. Ja, und dann ist ja der Laser, der Pointer, der ist jetzt gerade mal an einem Punkt. Und jetzt kann ich irgendwo hinspringen und guck mir an, warum ist irgendetwas passiert? Warum diese Absprache? Warum diese Krankheit? Warum und wo soll es hingehen? Und hier bin ich natürlich zur Achtsamkeit aufgerufen, weil ich darf nichts über die mögliche Zukunft sagen, weil ich den Menschen dadurch konditionieren würde. Ich würde ihn seines freien Willens beheben, das darf ich nicht. Aber ich darf die Möglichkeiten, die ich sehe, mit ihm besprechen. Das und auch mit ihm durchspielen. Und dann fühlt er, wo er sich hingezogen fühlt. Weil der Seelenplan ist kein Königsweg. Dass wir nur einen Weg haben, dann hätten wir keinen freien Willen. Sondern wir haben eben dieses Spielfeld, in dem wir uns bewegen können. Aber wir können aus dem Spielfeld nicht raus. Denn das wählen wir, bevor wir
hier inkarnieren. Ein Spielfeld beinhaltet mehrere Wege, wie du sagst. Mhm. Nicht nur diesen einen Königsweg, mhm. ne? aber ein Feld, in dem sich dieser Mensch bewegt. Ja. Und du bist in der Lage, aufgrund deiner medialen Fähigkeiten in dieses Feld zu gehen von einem Menschen. Wir sprechen hier vom Bewusstsein. In dem Moment, wo ich in diese Energie reingehe, gehe ich aus der Zeit raus. Ist alles gleichzeitig. Ja, alles gleichzeitig heißt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Kannst ja. du gleichermaßen auf einer Fläche sehen, sozusagen, auf einem Feld sehen. Mhm. Wobei ich hier gar nicht von Vergangenheit und Zukunft spreche. Es ist ja alles da, jetzt. Ja. Jetzt in diesem Augenblick. Und du wechselst aber trotzdem, sage ich jetzt mal, diese Spuren, ne? Oder wie nennst du das dann? Das ist dann so, als wenn man einfach, man lässt sich ziehen. Man lässt sich irgendwo hinziehen. Wenn ich mich mit einem Menschen verbinde und spüre ein tiefes Leid, das ist ihm vielleicht noch gar nicht bewusst, bin ich sofort da. Zieht es mich genau dahin, wo das Leid entstanden ist. Das heißt, du spürst bei einem Menschen auch, was ihn quält, mhm. möglicherweise, was er aber gar nicht realisiert? Ja. Ich fühle Dinge, die die Menschen selber noch nicht mal fühlen, was noch kommt. Was noch auf sie zukommen würde, ja. wenn sie so weitermachen wie bisher genau zum Beispiel? So ist es. Mhm. Okay. Und du kannst dann in einer Behandlung ist der richtige Ausdruck, oder Gespräch. Beratung, Gespräch, mhm. Mhm. Kannst du fühlen, was auf diesen Menschen zukommt, wenn er in diesem Bewusstseinszustand, sage ich jetzt mal, in dem aktuellen, den er hat, bleiben ja. würde? Genau so ist es. Jetzt kommen vielleicht aber auch Menschen zu dir, die sagen, ich habe ein Problem. Irgendeins, ja? Ich sage, ein Beziehungsproblem, ein Arbeitsplatzproblem oder mhm. sonstiges. Oder wie ist das? Kommen die mit konkreten Fragen an dich heran? Oder? Unterschiedlich. Aha, manche Leute ein wollen mich einfach nur kennenlernen. Ja. Aber die meisten haben konkrete Probleme, mhm. manche sehr schlimme Probleme. Mhm. Da hat jemand ein Kind verloren, er kommt mit Krebs, hat nicht mehr länger zu leben. Oder aber ist suizidgefährdet, sieht keinen Sinn mehr im Leben. Also das ist bunt gemischt. Die Leute kommen mit ganz, ganz unterschiedlichen Problemen zu mir. Und wie gehst du jetzt in so einem Gespräch vor? Wenn jetzt zum Beispiel ein Krebspatient zu dir kommt, der wirklich sagt, hier, ich bin schwer krank, mhm. ich habe vielleicht nur noch eine begrenzte Lebenserwartung nach Ansicht mancher Ärzte, muss man dazu sagen. Mhm. Weil wie lange wir leben, wissen wir ja selbst eigentlich nicht und weiß auch niemand anders aus meiner Sicht. Mhm. Wie würdest du mit einem solchen Menschen dann umgehen? Oder was würdest du ihm sagen können? Oder wie gehst du mit ihm in den Prozess? Ich gehe als allererstes mal, wenn ich jemanden an der Tür reinlasse, den nehme ich in den Arm. Egal, wer es ist. Bis dass der bei mir in meinem Wintergarten auf dem Sofa sitzt, haben wir schon dreimal gelacht. Das heißt, ich lenke den total ab von seinem Problem. Und hier mag es vielleicht etwas seltsam erscheinen, aber für mich existiert der Krebs nicht. Für mich ist er schon geheilt. Das heißt, ich gehe voll in die Energie rein, die dafür verantwortlich ist, dass er selber sich wieder heilen kann. Denn das, was ich nicht im Bewusstsein habe, kann ich auch nicht unterstützen. Ne? Ja, wäre es dann auch wichtig für denjenigen zu erfahren, warum er krank geworden ist? Ja, mitunter schon. Das würdest du auch wissen. Aber manchmal muss es gar nicht sein. Mhm. Da hole ich die ganz woanders ab. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Krebs aus einem bestimmten Grund da ist, dass er dieses Leben damit auch beenden wird, werde ich alles tun, um diese letzten Monate ihm noch so zu gestalten, dass er Freude hat. Mhm. Durch eine veränderte Bewusstseinshaltung genau. zu dieser Erkrankung auch. Genau. Denn was wir ja vorhin schon sagten, ist, viele Menschen empfinden ja auch das, was ihnen geschieht, als schicksalhaft. Mhm. Ne? Also als Strafe vielleicht sogar, ne? als mhm. totales Unglück. Warum muss mir das wieder passieren, ausgerechnet? Mhm. Du verstehst es, Menschen etwas anderes, ein anderes Fenster zu dem zu öffnen, wo sie sich befinden, zu dieser Wirklichkeit, in der sie sich befinden. Ja. Ja? Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie du vorgehst und warum es so wichtig ist? Also als allererstes muss ich mal spüren, wo steht der Mensch überhaupt in seinem Bewusstsein? Ne? Wie tief kann ich denn überhaupt mit ihm gehen? Wenn jetzt jemand kommt, ich sag mal, der sich noch nie mit geistigen Dingen auseinandergesetzt hat, der noch nicht mal glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, da kann ich natürlich nicht so ansetzen als jemand, der in seinem Bewusstsein schon sehr weit entwickelt ist. Also hier muss ich schon mal differenzieren. Und ich wähle die Sprache, die er versteht. Und die aber so einfach und so unkompliziert, dass es auch ein Kind versteht. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu wehren gegen eine Krankheit, gegen unser Schicksal. Wobei Schicksal ja geschicktes Heil bedeutet. Oder aber wir können uns auf das Leben einlassen. Und ich erkenne immer, die Menschen, die im Bewusstsein schon weiter sind und sich darauf einlassen, gehen relativ schnell aus dieser Erkrankung raus.
da lösen sich Tumore innerhalb kürzester Zeit auf. In dem Moment, wo wir einfach den Tumor mal als, jetzt sag ich mal, als ein Fragment sehen, die Zellen, die wir in unserem Körper haben, kommen unter Stress. Wir haben alle Krebszellen, aber die tun uns nichts. So, und in dem Moment, wenn die verhungern und sie bekommen im Grunde genommen nicht die Lebenskraft, auch nicht die Form der Liebe, damit sie sich davon nähren können, schaltet die Zelle um von Sauerstoffverbrennung auf Zuckerverbrennung und bringt Unruhe rein. So, und jetzt stell dir mal einfach vor, die Krebszellen, das sind Kinder, die haben wir jetzt hier in dem Raum, gib denen jetzt mal ein paar Tage nichts zu essen. Das ist aber Feuer unterm Dach. Wie kriegst du sie wieder ruhig? Indem du ihnen das gibst, was sie brauchen. Und die Zellen unseres Körpers brauchen diese Lebenskraft, brauchen diese Liebe. Heilung kann auf zwei unterschiedlichen Ebenen passieren. Zum Beispiel durch Zuwendung, durch sehr viel Liebe, durch einen anderen Menschen. Weil der Mensch, der krank ist, braucht das ja. Er kann sie sich ja selber nicht geben. Oder aber durch die geistige Anbindung. Das heißt also, ich bin angebunden, hole mir die Energie aus dem Höheren Selbst. Jetzt haben wir gerade über Krebs gesprochen. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, was auch teilweise auch in den Medien so dargestellt wird, dass man Heilungsversprechen gibt oder Leute auf falsche Ideen bringt. Deswegen würde ich gerne noch mal ein anderes Thema vielleicht nehmen. Nehmen wir mal einfach Partnerschaftskonflikte zum Beispiel. Ja? Was viele Menschen kennen, sagen, ich habe ein Problem, ich komme nicht mit meinem Mann klar oder nicht mit meiner Frau. Ja. Und warum habe ich den getroffen und das ist so schwierig oder so etwas. Ne? Mhm. Auch da öffnest du ja auch für diese Menschen eine andere Sichtweise im Bewusstsein, oder? Ja. Was würdest du einem solchen Paar oder einem solchen Menschen sagen? Am liebsten ist es, wenn sie beide da sind. Ja. Weil dann fühle ich den weiblichen Teil rein und spreche für sie das aus, was ich in ihr wahrnehme. Dann schaut der Mann sie an und sagt, stimmt das? Ja. Dann mache ich das umgekehrt. Das heißt, ich bin ganz ehrlich mit dem, was ich in beiden wahrnehme. Und dadurch kommt es zu einem Konsens. Das ist nicht ausgesprochen. Diese ganzen Missverständnisse führen dazu, dass jeder sich verletzt zurückzieht. Das ist der Tod einer Beziehung. Und in dem Moment, wenn man fühlen kann, was der andere fühlt, und ich ihnen helfe, das auszudrücken, was sie selber noch nicht mal ausdrücken können, zum Teil noch nicht mal richtig fühlen können, geschieht Heilung. Jetzt haben wir ja gesagt, dieser Seelenplan führt uns in ein Feld. Die Wege dort können wir uns noch in gewisser Weise aussuchen, die wir da genau gehen werden. Sind damit auch Partnerschaften, Beziehungen in gewisser Weise vorprogrammiert? Also, dass wir sie treffen, die Menschen treffen, mit denen wir eine Beziehung haben, meine ich zunächst mal. Ja, wir müssen unterscheiden. Es gibt wirkliche Absprachen, wie Verträge. Die werden vorher geschlossen. So. Und wenn man sich dann trifft, dann hat man ein bestimmtes Thema, was dann letztendlich auch gelebt wird. Ich habe das schon oft erlebt, gerade bei Frauen, die dann sehr offen sind, sagen, ich weiß nicht, warum ich den an der Tür reingelassen habe. Ist so, gell? So. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir einfach durch die Themen, die wir in uns selber tragen, die erlöst werden wollen, in der Resonanz dementsprechende Partnerin oder Partner anziehen können. Mit denen haben wir aber keine Verträge. Das bedeutet, wir gehen in die Welt, so, und da kommt irgendetwas und dann geht das in Resonanz und dann zieht man sich an und dann lebt man etwas und das sind die Zeitabschnittspartner. Die haben eigentlich gar keinen Vertrag, die müssen nicht heiraten, die müssen keine Kinder kriegen, ein Leben lang zusammen leiden, ja, sondern die leben einfach etwas aus und wenn die Energie verbraucht ist, das Thema erschöpft ist, dann geht man wieder auseinander. Das Thema erschöpft ist, heißt es, das Thema ist dann gelöst, also das habe ich dann hinter mir oder kommt das gleiche Thema beim nächsten Partner? Das wäre wieder? Natürlich ideal, ja, das kommt immer darauf an, die Seele arbeitet ja mit. Wenn die Seele erkennen kann, das Thema lässt sich nicht lösen, wird sie dafür sorgen, dass die Beziehung auseinandergeht. Das heißt, beide Seelen, die kommunizieren ja miteinander. Welches Bewusstsein brauchen wir in Beziehungen oder in Partnerschaften, deiner Meinung nach? Das ist eine schöne Frage. Ja? Ja. Ich möchte zunächst einmal Liebe aus meiner Sicht heraus definieren. Weil Liebe ist sowas von verbogen und hat so viele verschiedene Facetten und jeder versteht unter Liebe was anderes. Bis hin zu einer bedingungslosen Liebe, die aus Mangel heraus entwickelt wird, die gar nicht funktioniert. Eine Liebe. Bedingungslose Liebe, die aus dem Mangel heraus entwickelt wird. Das habe ich nicht verstanden. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Und zwar ein Mensch, der selber als Kind keine Liebe bekommen hat, der nach Liebe hungert, das sind die meisten. Wenn dann die Beziehungen nicht richtig klappen und das Leben nicht richtig funktioniert, kommt dieses spirituelle Bewusstsein jetzt gerade recht, so nach dem Motto,
ja, man könnte doch mal in die bedingungslose Liebe gehen. Und dann geht das in so eine Aufopferungsebene hinein, wo der Mensch sich selbst aber noch gar nicht richtig lieben kann. Und er projiziert etwas auf andere Menschen, was die total überfordert. Und das Problem ist, er ist im Mangel. Er ist noch nicht in dem Bewusstsein von Liebe. Also wird er bedingungslose Liebe niemals leben können, auch nicht anziehen können. Das gibt einen riesen Tumult. Ja, das haben wir in vielen Beziehungen, ist das so. Liebe aus diesem Kontext heraus, wie ich es verstehe, bedeutet, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, meine ganze Aufmerksamkeit ist bei dir und in dem Moment, wo ich dich jetzt wahrnehme, spüre ich dich, bist du mir nicht mehr egal, ich lenke mich nicht mit irgendwas anderem ab, ich bin bei dir. Wenn man das jetzt mal in eine Beziehung rein interpretiert, dann erlebe ich das oft, dass die Partner zueinander sagen, ich liebe dich und gucken gar nicht hin. Ja, kriegen überhaupt nicht mit, dass die Partnerin oder der Partner gerade ein dickes Problem hat. So, und das ist dann letztendlich das, was nicht funktioniert. Wir müssen ins, jetzt sage ich mal, ins Mitgefühl und damit auch in mehr Toleranz gehen. Und das kann ich nur, wenn ich den Menschen im Blick habe. Liebe können wir also in dem Sinne mit jedem Menschen leben, ob jung, alt, Mann oder Frau. Also ich kann zu jedem Menschen sagen, ich liebe dich, aber es wird dann vielleicht falsch verstanden. Nicht aus meinem Kontext, weil Liebe für mich eben Hinwendung, Zuneigung ist. Wenn jemand im Krankenhaus arbeitet und sich um kranke Menschen, ich sag mal, kümmert und hält diesem Menschen mal die Hand, streichelt ihm mal über den Kopf, in dem Moment ist die Hinwendung da, in dem Moment ist das, was aus göttlicher Sicht Liebe ist, fließt und es geschieht Heilung. Liebe ist immer in Verbindung mit Heilung zu sehen, weil wir wissen es aus der Quantenphysik, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. So, wenn ich einem Menschen meine ganze Aufmerksamkeit schenke, schenke ich ihm meine Liebe, schenke ich ihm meine göttliche Kraft, die Heilung bewirkt. Jetzt hattest du schon angesprochen den Aspekt der Selbstliebe oder auch des Mangelgefühls, was man selbst für sich hat, was eigentlich Liebe verhindert, also Liebe für einen anderen Menschen auch verhindert. Wenn die Liebe nicht bei dir ist, kann sie auch nirgendwo anders hinkommen letztlich, oder? Fängt doch dann eine Beziehung im Grunde genommen, also eine mögliche Beziehung immer bei dir selbst an. Ich möchte vielleicht hier mal einen Schritt zurück machen in die Menschheitsgeschichte. Wir kommen alle aus den Lichtreichen. Wir haben uns entschieden, in die Verdichtung zu gehen, als Mensch dann. Also zu. Das war aber im Grunde genommen nicht mit einem Schalter rumdrehen mal gerade möglich, dass wir in den Körper reingehen. Der Körper hätte die hohe Energie gar nicht ausgehalten. Also musste sozusagen eine Abstufung in die Verdichtung erfolgen. Und wir kennen diese legendäre Geschichte von Lemurien. Ja? Viele halten das für Fantasie. Für mich, ich lebe dort. Ich kenne Lemurien in- und auswendig. Ich weiß, dass wir dort leben. Denn das ist das Bewusstsein, wo wir wieder hinwollen. Und Lemurien bedeutet nichts anderes, dass wir dieses Männliche und Weibliche in uns bewusst leben. Und dadurch, weil wir diese Liebe dann miteinander haben, können wir uns überhaupt aus den Lichtstätten heraus lösen. Denn in diesen Gemeinschaften, in denen wir in den Lichtstätten gelebt haben, war ja die reine Liebe da. So, und wenn wir in die Verdichtung gehen, dann wird es kalt. Ja? Dann wird es unangenehm. So, und in dem Moment, wo wir als Mann und Frau uns in uns selbst, in dem Einssein befinden, spüren wir die Liebe und können uns immer damit mehr in die Verdichtung reinbringen. Dann kam der nächste Schritt, das war Atlantis. Und hier wurde entschieden, so, einer bleibt, der andere geht. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Teil, ob Mann oder Frau, die tauschen. Ne? Wir kommen als Mann, mal als Frau. Der Teil, der jetzt durch den Schleier des Vergessens geht, trägt welche Sehnsucht in sich? Wonach fängt er an zu suchen? Nach dem verloren gegangenen Teil. Und das ist ein genialer Schachzug in der Schöpfung, denn das ist genau der Treibstoff, der jeden Menschen dazu bewegt, zu suchen, in Beziehungen zu gehen, sich auf Lebenssituationen einzulassen. Und wir sind jetzt in dieser Zeitqualität an einem Punkt, wo immer mehr Menschen aufwachen und erkennen, ich kann ja diesen Teil im Außen gar nicht finden. Und durch die Rückanbindung an dich selbst, ja, kommt es dann wieder zu dieser Verschmelzung. Und dann sind wir eigentlich vor 2000 Jahren, das ist das, was Jesus uns erklärt hat. Heißt es, dass ich dann gar keine Beziehung mehr brauche? So ist es. Die Beziehungen, die wir dann leben, sind ganz andere Qualität. Sind ganz andere Qualität. Ganz andere Natur. Also es ist nicht so, dass wir keine Beziehungen mehr haben, sondern eine andere, andersartige Qualität. Beziehungen bekommen andere Qualitäten und es werden andere Formen von Gemeinschaften entstehen. Wie sieht denn die Beziehung aus auf einem so hohen Bewusstseinslevel?
Was ist das für eine Partnerbeziehung? Man hat keine Absicht mehr. Man projiziert nicht mehr. Man erwartet nicht mehr. Man nimmt den anderen ganzheitlich wahr, wie er ist. Und in der Aufmerksamkeit nimmt man auch wahr, was er für Bedürfnisse hat. Und jetzt sage ich etwas, was die meisten jetzt in Beziehungen nicht hören wollen. In dem Moment, wenn ich spüre, dass meine Partnerin nicht glücklich ist in dieser Beziehung, dass sie nach etwas anderem strebt, lasse ich sie los. Das heißt, du entlässt sie sozusagen aus der Beziehung? Mhm. Man trennt sich? Oder? Ich möchte mal so sagen, ich habe sie ja nie besitzen wollen. Ich muss sie nicht entlassen, sie ist immer frei. Ich habe auf Facebook eine Riesenwelle ausgelöst, als ich geschrieben habe, offene Beziehung. Dass du in einer offenen Beziehung bist. Ja. Das war eine Katastrophe, was da alles kam, was man da reininterpretiert hat. Ja. Und für mich gibt es eine ganz simple Erklärung. Eine offene Beziehung ist eigentlich bedingungslose Liebe. Ich lebe mit einem Menschen etwas und ich bin ganz bei ihm. So wie ich Liebe beschreibe. So lange, wie es für uns beide angenehm ist, wie es tragbar ist. Jetzt könnte man sagen, ja, dann macht man es sich ja jetzt einfach. Ja. Ne? Aber wir haben ja einen freien Willen. Wir müssen ja gar nicht leiden. Wir können uns aus dieser Beziehung rauslösen. Jetzt kommt das, was du sagst. Wenn aber das, was an Potenzial da ist, aneinander zu lernen, nicht angegangen wird, kommt die nächste Beziehung. Die dann eventuell ähnlich läuft und auch relativ ähnlich endet dann auch, ne, überraschenderweise. Ja. Ne? Mhm. Nochmal zu diesem Seelenplan. Der Plan führt uns in das Feld für die möglichen Beziehungen beispielsweise hinein. Mhm. Auch um in den Beziehungen bestimmte Aufgaben zu lernen, miteinander, aneinander? Oder kann man sich das vorstellen? Wir haben ja den Plan schon in uns. Wenn du als Schauspielerin, ich mache dich mal zu Julia Roberts, ja, wenn du dir eine Rolle Pretty Woman, dann willst du im Grunde genommen erfahren, wie fühle ich mich in dieser Rolle? Die Rolle kennst du schon. Sie ist schon da. Die musst du nicht neu erfinden. Wir müssen das Leben nicht neu erfinden. Es ist alles bereits schon da. Und wir wollen es einfach nur in die Erfahrung bringen. Und letztendlich ist es so, das göttliche Bewusstsein, wenn wir davon sprechen, das ist ja keine Person, wird mit jeder Erfahrung genährt. Ja, es wird mit jeder Erfahrung genährt, aber das Bewusstsein ist möglicherweise nicht bewusst. Also, dass es das gibt, dass es darum geht, oder? Mhm. Bei den Menschen ist es am Kommen. Ja, genau. Mhm. Was erlebst du denn so, wenn du guckst, wie ist denn so, ich sage jetzt mal, die Mehrheit, auch vielleicht deiner Klienten, mhm, vom Bewusstsein her? Wie weit sind die Menschen inzwischen entwickelt? Es ist überraschend. Ich arbeite ja weltweit. Und ich arbeite doch mit Menschen, wenn du die so treffen würdest, würdest du niemals vermuten, aufgrund der Kultur, aufgrund des Arbeitsstandes, der Ausbildung, des Intellekts oder wie auch immer, würdest du nie vermuten, was da schon plötzlich für eine Tiefe erkennbar ist. Wir können einen Menschen nicht mehr aufgrund seines Äußeren und mit dem, wie er sich zeigt, vom Bewusstsein festlegen. Geht nicht. Ich bin immer wieder überrascht. Und die Menschen, die kommen, von denen ich zuerst mal vielleicht den Eindruck haben könnte, bevor ich die Daten habe, wow, warum kommt der Mensch? Der weiß ja schon alles. Da tun sich die Abgründe auf. Das ist alles Makulatur. Das ist alles nur Bibliothek. Die haben sich Fassade, sozusagen. Die haben sich ein riesen Wissen angeeignet, können davon nichts umsetzen. Und andere Menschen, und da ist das Arbeiten natürlich sehr schön, die leben das aus einer Naturgegebenheit heraus. Und am meisten oder am liebsten arbeite ich mit jungen Menschen. Gerade so, ich sag mal so ab 12, 13, 14 bis 30. Ich will das jetzt nicht über den Kamm scheren, aber die meisten, die tragen schon so ein Wissen, so eine Weisheit in sich, dass es mich jedes Mal mit Freude erfüllt. Worauf ist das zurückzuführen, dass die Jungen eher diese Weisheit, wie du sagst, in sich tragen, mehr als vielleicht die älteren Menschen? Und hier muss ich jetzt aufpassen, was die Formulierung anbetrifft, alte Seele. Ja? Ja. Wenn wir von alt sprechen, sprechen wir von Zeit. Die haben wir aber da oben nicht. Es geht eher um reife Seelen. Ja. Und reife Seelen sind Seelen, die schon sehr, sehr, sehr viele Inkarnationen hinter sich haben. Und wenn wir Erfahrungen von Selbstmord hinter uns haben, oder indem wir, was weiß ich, irgendwelche Traumata erlebt haben. Das ist ja alles in den Körperzellen abgespeichert. Wir bringen das ja alles mit. So, dann haben wir aber auch eine Empathie dafür. Hm. Und das ist das, was die Menschen auszeichnet. Die haben eine extreme Empathie. Die meisten gehen dann so über die Tiere erstmal, gerade junge Menschen, weil sie mit den alten Menschen nichts anfangen können, weil die irgendwie so konditioniert sind, dass sie nur Probleme machen. Und wir sprechen ja hier auch von den Kindern, die in den Schulen große Probleme haben. Mit denen arbeite ich ja am liebsten.
Wobei, die parke ich. Ich arbeite da mit den Eltern. Weil die sind das Problem, nicht die Kinder. Und auch mit den Lehrern. Und das System vielleicht auch, ne? Also meine Vision ist es, in die Schulen zu gehen, ein neues Schulsystem zu entwickeln. Und zwar insofern, dass man zum Beispiel in dem Fach Ethik oder wie auch immer, den Menschen oder den Kindern ermöglicht, sich an ihren Ursprung zu erinnern. Gerade meine beiden Jüngsten, die sind so helle, was die mit ihren jungen Jahren schon alles wissen. Und ich habe noch eine etwas ältere Tochter, die schlägt so voll in meine Richtung. Die muss gar nichts dafür tun. Die Menschen kommen auf sie zu und zeigen ihr, was sie für Qualitäten hat. Weil du sagst, sich daran zu erinnern, das ist auch wieder das, was es mit diesem Plan auf sich hat. Ne? Mhm. Vielleicht gehen wir an dem Punkt noch mal ein Stückchen zurück sozusagen. Du hattest vorhin auch von einem Schleier gesprochen, der sich dann lüftet oder drüber legt und dann inkarniere ich oder so ähnlich. Vielleicht kannst du das noch mal erklären, wie sich dieser Seelenplan entwickelt oder darstellt für den Menschen, der inkarniert, der geboren wird. Davon weiß oder wie schnell er daran anknüpfen kann auch. Ich bringe mal hier so ein Beispiel. Stell dir vor, die Seelenfamilie ist wie eine Schulklasse in der geistigen Welt. Alle sind gleich. Und sie streben alle der Versetzung entgegen. So, und die Liebe in der Schulklasse ist so groß, die Klasse geht nicht weiter, bis die letzte Seele auch noch so weit ist, dass sie mitgehen kann. So, das ist alles nur plastisch, ist nur symbolisch gemeint. Aber es erklärt das, was wirklich passiert. So, und jetzt stell dir vor, bevor ein Seelenplan entwickelt wird, sind die jetzt alle an so einem runden Tisch. Da sind auch die geistigen Helfer, da sind die geistigen Führer, da ist auch jeder Schutzengel von jeder Seele dabei. Und da wird festgestellt, oh, da hat noch jemand Probleme in Mathe. Der andere in Physik, der andere in Englisch. Symbolsprache. So, und das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass noch jemand über nicht genügende Eigenliebe verfügt. Wirklich verkörpert, in sich. Das sieht man, das spürt man in der Seelenenergie. Oder ein anderer Mensch vielleicht noch ein Problem mit Ablehnung hat. So, was macht man? Alle setzen sich zusammen und es wird ein Masterplan entwickelt. Das heißt, Seelenpläne werden dann aus dieser Gruppe heraus so entwickelt, dass man sagt, okay, da muss jetzt jemand in eine Familie rein. Und damit das Thema der Ablehnung wirklich bewusst wird, kriegt der die volle Breitseite. Das heißt also, da gehen jetzt dann Seelen als Eltern vor, die dazu prädestiniert sind, so viel Ablehnung zu leben, dass das Kind darauf konditioniert wird. Es kommt aus diesem Thema nicht raus. So, in diesem Mangel, konfrontiert damit, ja? Ja, in diesem Mangel, in dieser Bedürftigkeit geht es in die Welt und was sucht es? Sucht nach Anerkennung, sucht nach dieser Liebe. Ja? Es gibt auch ganz andere Formen, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren mit dir, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber wir wollen ja jetzt wissen, was passiert da jetzt eigentlich? Warum gibt es diesen Seelenplan? Und wenn wir doch schon mal gehört haben, wir wollen durch alle Erfahrungen des Menschseins gehen, dann haben wir auch schon alle gemordet. Wir haben die schlimmsten Dinge getan. Wir haben aber auch vielleicht bei den Maya im Übergang, ich sag mal, eine Kultur in eine andere Ebene begleitet. Wir haben alles schon gemacht. Vielleicht waren wir schon Papst oder sonst irgendwas. Und es geht jetzt darum, nicht darum, das zu bewerten, sondern die Erfahrungsfelder zu beleuchten. Wir wollen alles, alles erfahren. Wir wollen alles erfahren, alles erleben. Alles erleben. Auch alles lösen. Mhm. Durch die Konfrontation, wie du sagst, mit den Themen dann auch. Wir nehmen uns etwas vor, zum Beispiel das Thema Ablehnung aufzuarbeiten. Ja. Und gehen in eine Familie, wo wir abgelehnt werden oder fortwährend Ablehnung erfahren. Aus dieser Situation heraus später wieder Ablehnung am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und so weiter. Ja, das spielt sich ja durch, ne? Das spielt sich durch. Mhm. Dieser Seelenplan oder zu erkennen, dass wir das selber so wollen, kann ja eine große Erleichterung sein für die Menschen, oder? Für deine Klienten auch sicherlich. Auf jeden Fall. Zu sagen, oh Gott, ich habe es mir selber ausgesucht, ist schon mal was anderes, als wenn ich in der Opferrolle bin. Ne? Aber hier muss ich wieder sehen, in welchem Bewusstsein steht jemand. Interessant, dass sich mein Klientel in den letzten Jahren total verändert hat. Früher ist alles gekommen. Und heute kommen immer mehr Menschen, egal in welchen Lebenssituationen sie stehen, egal ob sie krank sind oder wie auch immer. Aber da ist schon das Bewusstsein da. Und in der Regel wird es angesprochen, wenn die meine Interviews sehen. Ja. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe dich gesehen, ich bin mit dir in Resonanz gegangen. Ich habe einfach gewusst, ich muss zu dir. Das heißt, es setzt auch schon eine gewisse Bewusstheit voraus, letztlich, ne? Ja. Einen weiteren Schritt zu tun, um das Bewusstsein noch mehr zu erweitern. Ne? Mhm. In völlig unbewusster Haltung annehmen zu können, dass mir das nicht passiert, sondern dass ich es selber gemacht haben soll, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu vermitteln, oder? Es ist
oft der Grund, weil man sich erhofft, dass ich ihnen erkläre. Sie wissen, dass es so ist, aber sie kommen selber nicht dahinter. Sondern in dem Moment, wo ich in die Energie reingehe, arbeiten wir das auf und dann kann der Mensch das selber erkennen, kann das selber fühlen. Ich gebe möglichst wenig vor, sondern ich lasse es ihn erleben. Es gibt zum Beispiel etwas, das ist interessant, ja? was ich gerne auch weitervermitteln möchte, gerade bei den Menschen, die schon mit Menschen arbeiten. Ähnlich der Familienaufstellung gibt es ein System, was ich für mich selber seit Jahren anwende, mit sehr, sehr großem Durchschlag, dass man einen Menschen im Bewusstsein an einem bestimmten Punkt führt und ihn aus der Rolle rausholt. Aus der selbstgewählten Rolle. Und lässt ihn dann nochmal bestimmten Personen in diesem anderen Bewusstsein in die Begegnung gehen. Was da passiert, das ist unglaublich. Könntest du das mal an einem Beispiel noch mal ein bisschen konkreter machen? Aus welcher Rolle holst du sie raus? Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Eltern haben ja ihre Rolle konditioniert. Die können ja gar nicht daraus. Sagt aber nichts darüber aus, was sie tief in ihrem Herzen fürs Kind wirklich empfinden. Es gibt Väter, es gibt Mütter, die leiden darunter, dass sie diese Liebe nicht leben können. Und es kommt auch beim Kind nicht an. Und es gibt Spannungsfelder, das Kind geht in die Welt, fühlt sich überhaupt nicht geliebt und zieht damit natürlich auch Partnerschaften an, Arbeitsprogramme, wie auch immer, die immer wieder das gleiche Thema hervorholen. So, und wenn man dann in diese Gegenüberstellung geht, und das mache ich in Form einer Seelenreise, wenn man so will, führe ich die Menschen in bestimmte Situationen rein und sage, pass auf, da ist jetzt die Mama und ich komme als dein Schutzengel zu dir. Ich lege jetzt meine Hand hinten zwischen deine Schulterblätter. Ich habe magische Kräfte. Ja? Ich gebe dir so viel Liebe, ich gebe dir so viel Enthusiasmus und Lebenskraft und ich nehme dir deine ganze Erinnerung. Du kannst ja nichts mehr erinnern. Das ist jetzt weg. Du bist nur noch in diesem Augenblick Ausdruck der reinen göttlichen Liebe. Und in diese Liebe gehst du jetzt auf diesen Menschen zu. Sabine, was da passiert, ist genial. Weil in dem Moment, in dieser Gegenüberstellung, wer auch immer das ist, sich nicht in die Rolle einklinken kann. Das funktioniert nicht mehr. Ich hole also den Menschen aus seiner Rolle raus. In dem Moment kann auch das Gegenüber die Rolle nicht aufrechterhalten. Und der bohrt den so im Herzen an. Und was dann passiert, wo vielleicht dann 40, 50 Jahre immer nur Krieg und Spannung, ja, Konflikte. Ist das ganze Thema plötzlich weg. Die lösen sich durch die Verbindung mit der Liebe auf. Richtig. Ist damit auch der Plan dann erfüllt? Denn eigentlich ist ja der Plan, dass ich das erlebe, zum Beispiel, ne? Dass ich zum Beispiel solche Eltern habe, bei denen ich diese Gefühle immer wieder erlebe und mein ganzes Leben immer wieder mit diesen Gefühlen in Kontakt bleibe. Du löst ja diese Rollen auf in deiner Behandlung und damit ist dieses Thema dann auch gelöst wie das ganze Leben in allen weiteren Situationen? Nein, oder? Es ist so, der Mensch hat jetzt die Erfahrung von Liebe gemacht. Und ich gehe auch so vor, dass ich sage, okay, wenn ich also mit einem Menschen in diese Situation reingehe, sage ich, okay, wie fühlst du dich? Fühlst du dich geborgen? Fühlst du dich sicher? Nein. Ja? Fühlst du dich geliebt? Kommt sofort schon das Nein. Aber in der Gegenüberstellung, in dem, was dann passiert, ist plötzlich alles da. Das heißt also, ich hole den Menschen aus dem Bewusstsein des Mangels, der Bedürftigkeit raus, in die Fülle. Und das transportiere ich dann von dem Alter durch bis zum heutigen Tag. Mhm. Und der Mensch, der strahlt, der hat plötzlich eine Energie. Auf einmal kann er das Geschäft eröffnen, auf einmal kann er auf den Partner zugehen, auf einmal ist die Energie da. Und hier können wir erkennen, dass aus diesem Nicht-Verstanden-Sein aus der Kindheit heraus uns das Fundament fehlt. Das Fundament der Liebe. Es ist ja auch etwas, was du gesagt hast, du bringst die Menschen in ihr Gefühl, ja. Ne? In das Fühlen, in die Liebe. Nur. Und nicht, ja. Holst sie sozusagen auch aus der Rolle des Verstandes möglicherweise. Ne? Ja. Aus dem Mangeldenken, sagen wir ja oft auch, Mangeldenken. Mhm. Ne? Mhm. Oder aus den Gefühlen des Mangels auch raus. Gefühlen, Verstand. Mein Wunsch ist es eigentlich so von meinem Naturell her, dass jeder Mensch mal einmal in seinem Leben erfährt, dass er ganzheitlich geliebt wird. Und liebt selbst auch und liebt? Das kann er erst in dem Moment, wenn er das Gefühl kennt. Das heißt also, er braucht erstmal den Türöffner, weil meistens sind die Menschen in ihrem Herzen zu. Und dann, wenn sie diese Liebe erfahren und sich darauf einlassen können, spüren sie, fühlen sie, was Liebe ist, dann können sie sich auch vorstellen, was ihr Verhalten bei dem anderen auslöst. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Deswegen gibt es auch Menschen, die so kalt sind, die dann in dem Moment überhaupt keine Empathie kennen,
weil sie überhaupt kein Gefühl dafür haben, wie sich Liebe anfühlen kann. Und wie leicht das Leben dann wird, wenn man diese Liebe auch leben kann, mit jedem Menschen. Du verbindest die Menschen mit ihrer Herzqualität, mit ihrem, mit oben, mit unten, mit allem, letztlich mit da dem, kommt es doch her. Was es ist. Das Herz ist doch nur der Sprecher. Mhm. Ja? Es ist doch die Anbindung. Warum wird dieses immer mit dem Herzen, mit dem Herzchakra dargestellt? Es ist die Verbindung von oben nach unten und umgekehrt. Wenn du deine Klienten beispielsweise jetzt entlässt, die haben eine solche Behandlung bei dir gemacht, wie entlässt du sie nach Hause? Sie fahren zurück in ihre Stadt oder sie haben mit dir telefoniert beispielsweise oder geskypt. Ja? Gibst du ihnen irgendwelche Übungen mit oder irgendetwas, wo sie sich immer wieder mit dieser Energie, mit dieser Kraft verbinden können? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich bin ja in meinem Leben auch langsam dahin geführt worden, dass ich erkannt habe, wo kann ich mir denn die Kraft herholen? Und ich habe ein Video gemacht, ein Einstimmungsvideo, das ist eine Atemübung, ja, die letztendlich aufzeigt, wie wir uns über den Atem verbinden können. Und um das jetzt vielleicht mal so im Zeitraffer zusammenzubringen. Wir können uns selber wie ein Akku bezeichnen. Wir verbrauchen ständig Energie. Aber wenn wir den nicht irgendwann mal wieder in die Steckdose reinstecken, dann kriegen wir einen Burnout. Das heißt, die Energie muss nachgeholt werden. So, wenn wir verstehen, dass wir, wenn wir in diese Welt kommen und die Nabelschnur durchgeschnitten wird, dann kriegen wir einen Klaps auf den Popo und dann beginnt unser Leben mit dem ersten Atemzug. Und womit endet es? Mit dem letzten. Das heißt, wenn der Mensch erkennt, dass der Atem die lebensspendende Kraft ist, ist das aber auch die Energie, die wir brauchen, um energetisch stark zu bleiben, heil zu werden, geheilt zu bleiben, auch zu heilen. Es ist immer die gleiche Energie. Und hier führe ich die Menschen, ich sage mal so auf ganz unterschiedliche Weise, so ein bisschen spannend, ja, dass ich sage, ihr probiert das mal aus. Hm. Fang mal an, mit dieser Energie zu spielen, gerade bei den Menschen, die sehr kopflastig sind. Dass ich sage, stell dir mal vor, du fühlst dich auf einmal stärker. Nur weil du dann in dem Moment, ich sage dann immer, ich muss aufpassen mit dem Mikrofon. Genau. Ja, leg mal deine Hand auf dein Herzchakra. Mach einen tiefen Atemzug und sei dir bewusst, ich bin verbunden. Dann bist du's. Das ist ein Schöpfungsakt. Es geschieht augenblicklich. Frag dich nur, wie lange du drin bleibst. Okay? So. Du kannst ja immer wieder reingehen. Richtig. So. Und dann zu sagen, und in dem Moment bin ich in dieser Kraft. Die Kraft durchdringt mich. Sie versorgt mich mit allem, was ich jetzt brauche. Verändert das Bewusstsein sofort. Mhm. Wenn man das jetzt regelmäßig immer wiederholt, wird das irgendwann mal zu einem Dauerzustand. Ich falle da gar nicht mehr raus. Hm. Also ich muss regelmäßig jeden Tag, jede Stunde, man sollte es jede Stunde machen. Jede Stunde. Ja. Einfach auch bis man in diesem Rhythmus drin ist. Auch das Bewusstsein dafür zu haben, das bewusste Fühlen von. Weil etwas, wenn du in dem Moment sagst, ich bin verbunden, bist du automatisch in der Präsenz des Augenblicks. Da wollen wir alle hin. Da wollen wir alle hin, Gerhard. Das war ein gutes Stichwort. Vielen Dank bis hierhin. Denn ich darf jetzt schon sagen, wir haben noch ein weiteres Gespräch geplant mit dir. Genau darum wollen wir eigentlich weitermachen an dem Punkt. Gerne. Der Präsenz des Augenblicks. Da gibt es nämlich auch noch einiges dazu zu erzählen, Gerhard. Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Ich darf Sie noch darauf aufmerksam machen, dass natürlich über die Homepage auch noch mal einige Anregungen zu erfahren sind, wie Sie selbst sich mit diesen Gefühlen auch verbinden können. Und ich darf Sie auf das nächste Interview schon mal neugierig machen, was wir jetzt gleich noch aufzeichnen, was in einiger Zeit dann auch veröffentlicht werden wird. Mit Gerhard Fester, vielen Dank für heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Tschüss.